Heute sind wir im Tal unten zwischen Münsterhügel und Westplateau an der Schneidergasse. Die heisst seit 1610 so, also dort taucht sie zum ersten Mal unter diesem Namen auf. Vorher hat sie Krämergasse geheissen. Also wir sind in dem Teil von Basel, der vor gut 1000 Jahren entstanden ist. Das fängt an mit einer Märtsiedlung, so beim Fischmarkt umeinander. Am Anfang war das aber durchaus durchmischt. Das waren nicht nur Handwerker hier, auch Adelsfamilien. Ja, aber im Verlauf des 12. und frühen 13. Jahrhundert zieht dann der Adel immer mehr auf zum Nodelberg, beim Münsterhügel. Und da unten sind es dann vor allem Handwerker, eben zum Beispiel Schneider. Und die Häuser sind am Anfang noch ganz einfach gewesen, vermutlich Fachwerk, in respektvollem Abstand zueinander. Und die Handwerker hatten vor dem Haus so ihre Buden. Und im 13. Jahrhundert verdichtet sich das. Man tut quasi die Buden ins Haus mit einbeziehen. Es kommen die Fassaden und so entsteht eine geschlossene Häuserflucht. Also das sind ganz typische Handwerkerhäuser. Also im Parterre haben wir die grossen Fenster, nicht? Das war die Werkstatt, da hat es viel Tageslicht gebraucht. Im ersten Stock dann die gute Stube, weiter oben die Kammern des Gesindes und Vorratskammern. Nicht? Man hat ja alles unter dem Dach gelagert, man hat das dann so mit einem Flaschenzug können aufziehen. Hinter dieser harmlosen Türe verbirgt sich ein Gässli, das Andreas-Gässli. Ein Stichgässli, wo bis hinten zur Holzofenbäckerei vom Andreasplatz geht. Also der Türsturz gehört noch zu dem Wohnturm aus dem 12. Jahrhundert und ist dann später integriert worden in das Haus. Und da sind wir dann beim Café Rote Engel am Andreasplatz. Und da ist das Goldbächli durchgeflossen. Das war zwar schon goldig gewesen, von der Farbe her, hat aber nicht goldig geschmückt. Dass sich die Häuserziele erhalten hat, ist ein grosses Glück. Noch in den 1950er Jahren hat man geplant, das alles abzurissen. Bis zur Heuburg führen, hat man eine sogenannte Talentlastungsstrasse bauen. Eine Stadtautobahn. Und man hat da schon fröhlich angefangen, vorne beim Petersberg alles abgerissen. Man hat ein fait accompli quasi schaffen, weil ein Referendum hängig war. Und dann ist es zur Abstimmung gekommen. Es war so knapp gewesen. Nicht einmal 100 Stimmen Differenz. Und dann hätten wir das Teil jetzt. Aber man sieht es im Stadtbild, wenn man vom Blumenrhein her kommt, hat man die breite Strasse. Und da wird es eng. Da ist das Referendum gekommen. Und das wär's gsi von der Schneidergasse. Wenn's euch gefallen hat, schaut nächste Woche wieder rein.